Hallo, hallo, hallo. Es regnet schon wieder, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es ist still. Es ist schon wieder Regen. Egal. Hula hoop. Klappt super bei mir mittlerweile. Ich habe echt. Bei mir war echt der Trick, so einen richtig dicken, schweren Reifen. Und damit klappt es wirklich richtig gut. Jetzt sogar mittlerweile in beide Richtungen. Finally. Genau, heute kein Fitti und dann mache ich eigentlich immer Urlaub, wenn der Kleine schläft und abends mache ich immer noch ein bisschen Yoga. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Training. Ich finde das richtig anstrengend und es macht halt doll Spaß, weil dabei kann ich YouTube-Videos gucken. Richtig gut. Jetzt gehe ich mal ins Bad und ich schmink mich jetzt schon mal ab und mache mich ready, obwohl es Nachmittag ist, ist egal. Ich habe nichts mehr vor und ich habe schon wieder ein Hüngerchen, wo ich eigentlich vorhin Mittag gegessen habe. Mal sehen, ich muss mal gleich mal gucken, was wir noch so finden. Und ein Green Juice wollte ich mir noch machen. So, ich habe geduscht und jetzt mache ich meinen Green Juice. Lecker. Und guck mal, was ich gerade in Airfryer gehauen habe. Ich hatte gerade so voll Lust auf so Kuchen, aber ich hatte nichts da. Und da habe ich jetzt einfach Haferflocken mit selbstgemachter Hafermilch. Das habe ich im vorletzten Video gezeigt, wie ich die selber mache. Da kannst du dich gerne nochmal reinklicken. Was noch? Eine halbe Banane, Hanfsamen, Leinsamen und einen dicken Löffel Erdnussmus. Vermixt und obendrauf ein bisschen Schoki und jetzt haben wir einen leckeren Kuchen. Total gesund und lecker und so. Oh, der Saft schmeckt so gut. Minze, Basilikum, Gurke, Sellerie, kleines Stückchen Apfel, was noch übrig war vom Frühstück und Ingwer. Richtig gut. Mag ich. Probieren wir das mal. Boah, das ist eine geile Konsistenz geworden. Ich glaube, das muss ich mal abfilmen als Rezept. Upsi. Oh, geil. Wie so ein Cookie. Meine Haare. Schön. Boah, lecker. Ja, das war im Bett. Ist das verloren gegangen. Oh. So, Hanfburger, bin gespannt, wie die schmecken. Und Ofenpommes, ein fette Salat-Goodie. Und ein Quark-Dip mit bisschen Senf und ein paar Kräutern. Ich bin jetzt echt sehr gespannt auf diese Burger. Ich schmecke ja immer noch nicht 100%, aber na, schauen wir mal. Upsi. Ja. Und? Hanfig? Es geht so. Guten Morgen, wir gehen jetzt gleich ins Schwimmbad, der Kleine und ich. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Der Kühlschrank ist so leer. Mama muss nachher unbedingt noch einkaufen gehen. Ich habe jetzt hier zwei Scheiben Brot aufgetaut. Das ist so ein Sauerteig-Roggenbrot. Dann hatte ich nur noch ein Ei, das habe ich gemischt mit körnigem Frischkäse. Und das ist so dieser vegane Schinken. Das finde ich so lecker, wenn jetzt wieder manche sagen, muss das sein, die Ersatzprodukte? Ja, ich finde das lecker. Ich habe den neulich mal mitgenommen im Angebot. Ich finde, das ist eine leckere Kombi. Dann Schnitti noch oben drauf, wenn ich sonst irgendwas Frisches, nicht mal eine Gurke oder so habe ich da. Genau, und der Kleine hat noch Blaubeeren und vergessen von diesem Baked Oatmeal. Da hatte ich aber jetzt keinen Bock drauf. Deshalb gibt es für mich nur das. So, wir sind zurück aus dem Schwimmbi und ich mache mir jetzt diesen Umami-Reis von Avery. Das ist so lecker. Hallo! Ja, und wir haben unterwegs so ein bisschen Obst halt gegessen und Brezel und jetzt ordentlich Hunger. So lecker, das ist hier so mit so Wildreis und so Plant Chicken, denke ich mal, sowas, genau. Und schön viel Gemüse. Ach, lecker, freue mich jetzt drauf. Jetzt habe ich noch meine Haare gewaschen gerade. Da hatte ich echt keinen Nerv dazu im Schwimmbad. Das ist echt immer anstrengend, gell, mit so kleinen Kindern im Schwimmbad. Viele von euch kennen es wahrscheinlich. Das ist ein Workout für sich. Also wirklich Wahnsinn, aber es war super schön. Es hat total Spaß gemacht und ich brauche jetzt auch noch mal ein bisschen Entspannung. Das macht natürlich immer viel Spaß und ist super schön, aber ich mache jetzt noch ein bisschen Yoga. Ins Fitnessstudio gehe ich morgen. Morgen gehe ich zum Zumba. Und ja, ich schaue immer mit dem Fitti, je nachdem, wie es halt ausgeht. Ich muss halt mal gucken, ja, dass wir uns aufteilen, wann man Zeit hat und wann ich Zeit habe, auch mit der Arbeit zu gehen. Und ja, ich gehe meistens so dreimal in der Woche ins Fitti und ansonsten mache ich halt zu Hause entweder Hula Hoop oder Yoga, mache ich super gern. Jetzt gar nicht wegen irgendwie super Fitness, sondern weil mir das einfach super gut tut.
Und man darf wirklich auch diese Alltagsbewegung nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein ganz großer Punkt im Alltag. Ich bin auch vorhin einfach früh aus dem Bus ausgestiegen, der Kleine hat eh gepennt und bin auch nach Hause gelaufen und habe einfach noch ein paar Schritte gesammelt. Es tut einfach gut, an der frischen Luft sich zu bewegen und ja, ist einfach schön. Mir hilft es auch einfach, Sportklamotten immer den ganzen Tag schon anzuhaben. Ihr wisst ja, ich liebe das einfach, sowieso schon Sportsachen zu tragen. Und ich habe hier so ein super schönes Set. Zeig's dir gleich nochmal. Das ist von Oceans Apart. Da darf ich heute auch wieder einen Code teilen. Dürft ihr euch bei Insta schon mal einteilen. Und jetzt auch für die YouTube-Community mega gut. Du kriegst einfach 50% auf alles. Das lohnt sich richtig. Und ich freue mich voll, dass ich da jetzt wieder meinen Code habe, weil ich habe dringend mal Sportklamotten gebraucht. Ich habe mir echt lange keine Sportklamotten mehr geholt, aber jetzt, wenn man einfach so oft auch im Fit ist und so, dann braucht man natürlich ein bisschen mehr und es macht einfach auch Spaß. Und ich trage die Sachen halt auch im Alltag. Also für mich sind es nicht so die Sportklamotten, die ich extra anziehe, sondern einfach auch die Alltagsklamotten. Also ich schreibe dir meinen Code hier hinten natürlich auch in die Infobox, wenn es dich interessiert. Ich habe jetzt hier dieses Set, das sieht so cool aus, oder? Das ist so mit so einem Zebra-Muster. Also eigentlich schwarz, aber mit so einem Zebra-Muster und dann ja einfach mit einem coolen Cardigan drüber. Finde ich das super süß. Ja, das ist eben das Set, ne? Mit BH und mit der Hose. Ein BH, warte mal, den suche ich jetzt gerade mal raus. Das ist der beste BH aller Zeiten. Ich habe jetzt das Set angezogen, aber den BH, den muss ich dir zeigen. Den habe ich schon ewig lang von Oceans Apart und das ist der Athletic Bra. Einzige Sport-BH, den ich kenne, wo die Cups eingenäht sind, wo, wenn man den auszieht, dass die sich dann nicht verschieben, wenn man den wäscht. Den liebe ich auch sehr, den kann ich dir auch sehr empfehlen. Ich zeig dir morgen auch nochmal meinen neuen Lieblings-BH, den mit dem Reißverschluss. Der ist auch so mega, so gut und so weich. Der ist gerade in der Wäsche, weil ich den schon rauf und runter getragen habe. Aber jetzt mache ich mal eine Runde Yoga. Also schau gerne mal vorbei bei Ocean Support. Die haben wirklich super coole Sportsachen, finde ich. Und die sind einfach so bequem und die haben auch eine große Größenauswahl. Das finde ich ist auch super wichtig. Weil bei vielen Marken gibt es da nicht viel, ne? Mit den Größen, nicht große Auswahl. Und das finde ich ist einfach toll bei Oceans Apart. Die haben einfach für alle Body Shapes, für alle Größen, weil es ist ja einfach so, Sport ist ja für alle da. Also man kann ja nicht nur Sport machen, wenn man Größe XS trägt, sondern einfach, ja, weil es gut tut und weil es uns allen gut tut. Ich mag das auch voll, dass man die Hosen so schön hochziehen kann, dass da einfach der Bauch gut eingepackt ist. Ich habe voll den weichen Bauch auch immer noch nach der Schwangerschaft. Ich mache zwar Sport, aber ich habe natürlich deshalb noch lange keinen Sixpack. Ja? Also ich habe natürlich hier, siehst du, das ist natürlich alles weich bei mir. Aber die Hosen kann man so schön hochziehen und da fühlt man sich einfach gut eingepackt. Auch die BHs finde ich ja auch super, einfach als Still-BHs, weil die so elastisch sind. Also richtig schön und ich liebe dieses Zebra-Muster. Ach, das tut gut, Leute. So eine kleine Yoga-Einheit und wenn es nur kurz ist, oder? Einfach immer herrlich. Hier sieht man es nochmal schön, gell? Die Zebrastreifen. Ich finde echt auch, ich finde es einfach auch so bequem. Ich trage das auch oft so zu Hause, einfach mit einem Cardigan und mit einem Hoodie drüber. Ich finde einfach, ja, die Sachen von Oceans Apart wirklich auch alltagstauglich und einfach super bequem. Und ich koche jetzt Dinner. Wir hatten neulich mal so einen leckeren Eintopf mit so Orso-Nudeln. Den koche ich jetzt und genau, versuche mich zu erinnern, wie ich das gemacht habe, weil das war wieder so ein Impro-Ding neulich und ich weiß es nicht mehr genau. Erstmal das Gemüse. Mal fragen, was er damit vorhat. Das sind diese kleinen Reisnudeln. Rotties. Das ist der Eintopf. Das sind ja diese Reisnudeln, dann Veggie-Wiener, ganz viel Gemüse, gehackte Tomaten und ein paar Kräuter, ein paar Gewürze. Oben schön frische Petersilie drauf, Pilze noch drin, Lauch, Sellerie und Karotte. Genau. Ich hoffe, ich habe sie wieder so einigermaßen hinbekommen, wie sie letztes Mal war. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Sad Mango. It's a mango. Das sind Matze. Mango. Wie köstlich. Das ist köstlich, so eine Mango, das stimmt. Mm.
Lecker. So, Frühstück ist ein frischer Saft mit Karotte, Sellerie, ein bisschen Apfel, Ingwer und so einem lilanen Salat. Das macht natürlich dann die Farbe so ein bisschen, wenn man verschiedene farbige Gemüse mischt. Aber er schmeckt sehr, sehr lecker und ein bisschen Ingwer drin. Und dann hier so ein Körner-Sandwich, das ist richtig cool belegt, richtig lecker. Mit pflanzlichem Preso, Avo, dann so Schwarzkümmel, Gewürz, Avo-Topping, Käse und dieser lilane Salat auch hier drauf. Richtig geiles Breakfast-Sandwich. Mmh, ich habe so leckere Brownies gebacken. Nur mit Dattel gesüßt. Mmh, sorry. So lecker. Wir waren gerade 3 Stunden oder so draußen spazieren. Und jetzt gibt es zum Mittag nochmal den Rest von der Suppe. Und schau dir die an, die sind so richtig schön lecker und fudgy geworden. Verpacke ich jetzt hier gerade. Essen wir heute Nachmittag. Richtig gut sind die geworden. Das Rezept poste ich bei Instagram, als real. Und kannst du es dir da angucken. Die habe ich gestern bei DM gekauft. Die sind so lecker, kennst du die? Wir haben kein Brot mehr. Und dann mache ich mir jetzt die zur Suppe. So ein bisschen mit Frischkäse und Avo. Schmecken die voll gut. Und da gibt es Lunchy, Linsenwaffeln mit veganem Presso und Avo und die leckere Suppe von gestern nochmal. Die schmeckt eher aufgewärmt, schmeckt ja so Suppe, ich immer noch tausendmal besser. Mmh, leckere Brownies, so gut sind die. Mmh. Ich mache schon mein Augen-Make-up ab, wenn ich zum Sport gehe. Jetzt läuft mir mal als erstes davon. Ich gehe jetzt zum Zumba und ich wollte dir nochmal diesen BH zeigen, von dem ich so geschwärmt habe. Den bekommst du auch wie alle meine Sachen, oder nicht nur meine Sachen, sondern alle Sachen von Ocean's Apartment mit meinem Code. Das wollte ich sagen. 50% richtig gut und der ist so, so cool. Dieses Set heißt Rush mit der gleichfarbigen Leggings noch mit dazu. Und ich finde den so gut mit diesem Reißverschluss. Der ist so angenehm, der ist so weich und man kann ihn so leicht ausziehen. Kennst du das, wenn man so, versucht, sich aus so einem Sport-BH rauszuwinden? Das Problem hast du da nicht mehr. Ich gehe jetzt zum Zumba und dance da ein bisschen und hoffe, dass dir das Video Freude gemacht hat und ja, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, motivieren konnte, wie auch immer, dass ja nicht Fitness-Content immer so dieses, ich mache nur Sport und esse dann irgendwie nur Proteinshakes und Proteinriegel. Ich finde das immer so, ich bekomme auch oft solche Kommentare und dann denke ich mir immer so, oh, wo bist denn du hängen geblieben irgendwie? Ja, dein Körper sieht überhaupt nicht sportlich aus. Machst du überhaupt Sport? Oder dafür, dass du Sport machst, isst du übrigens schon viel oder lauter so ein Quatsch? Also eine gesunde Lebensweise, mit der es einem gut geht, dass man irgendwie körperlich, ja, sich fit und gesund fühlt, dass man sich einfach auch mental fit und gesund fühlt. Das ist für mich einfach der Key und das macht es für mich aus. Und deshalb mache ich Sport und deshalb esse ich so, wie ich esse. Und wir haben übrigens auch Chips zu Hause. Da freue ich mich schon drauf. Heute Abend wird es nämlich Chips geben. Ich liebe Chips und natürlich gibt es bei uns auch irgendwie Knabbereien und Süßigkeiten. Aber eben halt weitgehend gesunde Sachen. Gesund habe ich auch schon öfter gesagt, so jeder definiert das auch anders. Für manche würde das nie in Frage kommen, überhaupt Nudeln zu essen. Für mich ist Nudeln mit Salat und einer leckeren selbstgekochten Soße ein total ausgewogenes Essen. Also das definiert natürlich auch jeder anders, aber ja, ist so eine entspannte Lebensweise, ist für mich einfach total wichtig und ich liebe zum Beispiel, also ich habe wirklich Pilates lieben gelernt, das hätte ich niemals gedacht, weil es einfach in den Kursen so anders ist, zumindest in den Kursen, die ich bisher besucht habe, so anders als das, was man bei YouTube sieht. Bei YouTube ist eher nur Fitness. In den Kursen lernt man auch so viel über die Atmung, über die Ganzheitlichkeit. Das macht mir super viel Spaß. Dann Pilates ist wirklich, ich sage immer, das ist meine Therapie, wirklich. Mein Kopf, der wird so frei. Ich mache mich heute so glücklich, das Tanzen einfach. Und ich bin keine gute Tänzerin, aber es macht mir einfach so viel Freude. Dann Hula Hoop macht mir unglaublich viel Spaß. Also Yoga tut mir einfach für den Kopf total gut. Also finde irgendwas, was dir Freude macht. Und mach nicht Sachen, die andere machen, nur weil du denkst, du musst es machen und du siehst dann so aus. Das wird nicht funktionieren. Du siehst so aus, wie dein Körper ist. Und der wird sich dementsprechend verändern, wenn du viel Sport machst, klar. Aber du kannst nicht die Ernährung und das Training von jemand übernehmen, dann siehst du genauso aus. Das funktioniert nicht. Ja, also mit Spaß und mit Leichtigkeit gelingt doch vieles leichter. Ich hoffe, dass dir das Video Freude gemacht hat und dass wir uns beim nächsten Video sehen. Lass mir gerne ein Abo da und gerne auch einen Daumen hoch.
und auch einen Kommentar. Wenn du magst, da freue ich mich immer sehr drüber und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.